Valeriana officinalis. Baldrian. Wie könntest du dich leichter zu Hause fühlen? Was treibt dich eigentlich ständig zur Hilfsbereitschaft an? Und an welchen Stellen deines Lebens fühlst du dich deines Erbes beraubt? Kernkonflikt von Baldrian: fühlt man sich unzufrieden. Es gibt etwas, was einen ständig antreibt, aber dieser Antrieb ist nicht sehr befriedigend, weil man kommt eigentlich nie richtig zur Ruhe. Ja, und gleichzeitig hat man so das Gefühl, man kommt auch gar nicht so in das Leben rein. Ja, also tagsüber ist das oft so, dass man so, so das Gefühl hat, Mensch, wer hat denn diesen Tag hier eigentlich gelebt? Ich war es nicht. Ja, und da können wir diesen Punkt mit dieser Hilfsbereitschaft finden, dass man sich irgendwie um die Belange von anderen gekümmert hat. Das hat man auch irgendwie gerne gemacht und es hat irgendwelche Gründe. Ja, aber wenn es dann so abends wird und man so denkt, ja, wo war ich denn da so an dem Tag? Ja, dann kommt diese Unzufriedenheit und dann ist man quasi durch diesen Antrieb wach. Ja, es lässt einen nicht in Ruhe. Also da, wo man ruhen sollte, ist man ganz angetrieben und da, wo man leben könnte und sich ausdrücken könnte, ja, da läuft irgendwas schief. Aber irgendwie geht es nicht richtig um einen selbst, also zumindest nicht so, dass man sich da drin wohlfühlen könnte. Oh, verflixt, ne? Also, willkommen bei Baldrian. Am bekanntesten ist Baldrian wohl als Schlafmittel. Völlig egal, ob als Pille, Urtinktur, Tee oder homöopathisches Globuli. Baldrian ist einfach weit verbreitet und beliebt, ja, und hilft auch. Und das ist ja auch manchmal einfach genau das Richtige. Ja? Jetzt schauen wir hier aber in den Konflikt hinein, ja, also in die tiefer liegende Ursache für diese Schlaflosigkeit, ja, vor allen Dingen, wenn es dann eben nicht so wirkt. Ja, manchmal hat man eben ein Problem, nimmt ein Mittelchen, zack, Problem weg, Energie wieder da, beschäftigt man sich mit was anderem, feine Sache. Ja, hier geht es jetzt mehr um so einen chronischen Zustand, den man findet in diesem Baldrian-Konflikt, der eigentlich permanent da ist. Und zwar, egal ob nachts oder tags, er äußert sich einfach in beiden Bereichen etwas anders. Im Baldrian-Konflikt könnte man auf die Idee kommen, dass die Menschen, die es betrifft, wirklich in einer doppelten Identität leben. Ja? Nun kommt jetzt mit diesem Symptom eigentlich niemand so in eine Praxis und sagt, oh, hören Sie mal, ich habe eine doppelte Identität, können wir uns die beide mal angucken? Nee, man kommt dann eben mit Dingen wie, ich komme nachts nicht zur Ruhe, ich bin unzufrieden am Tag, ja, also ich komme nicht in den Gang am Tag, ja, ich kriege nichts geschafft und wenn, dann immer nur für andere und nicht für mich, so. Ja, also diese doppelten Identitäten, die muss man erstmal als doppelte Identität definieren. Ja? So, es äußert sich aber so, dass wenn du dich nachts ins Bett legst und jetzt zur Ruhe kommen willst und auch eigentlich richtig müde und erschöpft bist, dass dann genau in diesem Moment wie ein anderer Teil in dir einfach wach wird. Ja? Als würde da jetzt gerade der Tag losgehen. Wie sich das bei dir äußert, weiß ich nicht. Ja? Aber das kann sein, dass dann irgendwas anfängt zu ziepen, zu zwicken, die Gedanken rennen los. Ja, und das hat jetzt nicht so viel damit zu tun, wie ja, man hat einen Tag durchlebt und legt sich dann ins Bett und verarbeitet jetzt diesen Tag und nimmt diese ganzen Gedanken, die man so hat, dann mit in die Tiefe, um sie dann in der Nacht nochmal anders zu verarbeiten. Ja, da ist es so, da gehört das Erlebte des Tages einem selbst und man kann es so in der Nacht so aufessen ja, und verdauen
und bekommt da Kraft für den nächsten Tag draus. Ja, so ist das auch ein bisschen gedacht. Ja, aber im Baldrian-Konflikt ist es so, als hätte der Tag nicht dir gehört, sag ich mal. Ja, also du guckst diesen Tag an und alles daran ist irgendwie unzufriedenstellend. Nicht für alle Teile an dir. Ja, weil die Teile, die das so gelebt haben, die sind da manchmal durchaus zufrieden mit. Ja, weil die, es gibt so einen sehr perfektionistischen Trieb. Ja, und da ist dieses Ding mit der Hilfsbereitschaft ein großer Punkt bei Baldrian, der sehr auffällig ist. Ja, dass man sich ganz viel kümmert. Aber nachts legt man sich eben alleine ins Bett und nicht mit den allen, mit denen man sich gekümmert, also um die man sich gekümmert hat, ja. Und da gibt es dann einen Teil, der sagt, so jetzt will ich auch mal. Ja, so könnte man sich das so ein bisschen vorstellen, ja, von eigentlich geht jetzt mein Tag los und dann ist da ein Widerstreit, ja. Und dann ist da wirklich etwas unzufrieden und fühlt sich in einem selbst auch wirklich ungerecht behandelt, weil man ja einfach keine Zeit zum Leben hatte. Ja, das ist nicht richtig. Ja, und dann will man jetzt eben mal leben. Ja, schlafen kann man, wenn man tot ist, wie es so schön heißt. Ja, und der Teil, der völlig erschöpft ist und jetzt mal zur Ruhe kommen will, ist völlig fix und fertig, weil klar ist, ich habe mich den ganzen Tag verausgabt, ja, und jetzt muss ich mal zur Ruhe kommen und irgendwas nervt hier, ja, was kommt denn da jetzt, ja, so eigene innere Ansprüche, so ein Mist. Und das streitet sich quasi in diesem Moment, also gerade in diesem Übergang von Tag und Nacht finden wir das. Und das finden wir vielleicht auch in einzelnen Themen, weil dieses Thema Tag und Nacht und Übergang und Wechsel gibt es ja noch häufiger. Wir finden auf meiner seelenhomöopathischen Karte zum Beispiel diesen Punkt, fühlt sich des Erbes beraubt. Ja, das ist eine sehr gute Zeile, die uns ein bisschen näher in den Konflikt führt. Ja, wo fühlst du dich deines Erbes beraubt? Ja, das können wir ein bisschen weiter gestalten. Ja, wo fühlst du dich um deine Lebenszeit beraubt? Ja, oder auch um die Qualität deiner Lebenszeit beraubt? Und das drückt sich eventuell eben auch durch den Schlafmangel aus, weil wenn man denn so wach wird und was tun könnte, dann hat man keine Energie. Ja, also es kann sich ganz physisch einfach so anfühlen und äußern, dass man wirklich total genervt ist an diesem Energiedefizit, ja? Dass das nicht richtig ausgeglichen ist, dass das im Prinzip verkehrt rum funktioniert. Ja? Also es ist irgendwas verkehrt gelaufen. Nun ist Baldrian ja in meinen Kartensets dem weiblichen Ahnenfeld zugeordnet. Und da kommen wir sehr schnell an das Thema Geburt bei Baldrian. Ja, wir befinden uns im Mikrokosmos, es drückt sich sehr nah aus und wir haben eben ja auch das Problem genau in diesem Übergang. Ja, und bei der Geburt kommen wir ja aus diesem Seelenfeld in diese Materie hinein und wir haben hier einen symbolischen Widerspiegel, was wir in diesem Tag- und Nachtwechsel wiederholen. Ja, also diesen Übergang zwischen Leben und Tod haben wir im Tagesablauf ja im Kleinen. Ja? Deswegen sind Schwierigkeiten und Komplikationen in diesem Raum Schwangerschaft und Geburt sehr häufig bei Baldrian ein guter Hinweis, um auf die Fährte der Ursache des Konfliktes zu kommen. Als Ursache kommt natürlich bei dem Thema doppelte Identität der verlorene Zwilling sehr gut als Ursache in Frage. Ja, man ist zu zweit gekommen, man war verabredet, zu zweit, einer schafft es nicht, aber man ist sich so nah, dass man beide Gefühle teilt und diejenigen, die überleben, können in beide Rollen switchen. Und meistens können sie das nicht so bewusst, sondern tun es, wenn sich eine Gelegenheit dazu bietet und eben gerade eben in diesen Übergängen
um sich dort auszudrücken, auch um sich dann da sozusagen zu berühren und zu treffen in diesem Gefühl, was man zum Schluss miteinander hatte. Ja? Das mit dem verlorenen Zwilling kann sein. Das ist auch ein gutes Symbol, weil wir hier zwei Körper haben, einen lebenden und einen verstorbenen, ja? Wo die Gefühle hin und her gehen. Das kann aber auch bei anderen Geburtsschwierigkeiten und Schwangerschaftsschwierigkeiten so sein, dass das in einem selber stattfindet, ja, ohne jemand anders. Und man kommt aber zu einem ähnlichen Gefühl, zum Beispiel durch einen überlebten Schwangerschaftsabbruchsversuch, ja, oder mehrere. Ja. Oder auch man kommt auf die Welt und es gibt irgendwie gesundheitliche Schwierigkeiten, irgendwelche Gründe, Probleme und man ist ganz lange alleine und isoliert, zum Beispiel in dem Brutkasten. Ja, das kann einem das Leben retten. Das weiß man aber in dieser langen Zeit, wo man gerade die eigenen Konturen und Grenzen und die Gefühle baut, da weiß man das eben nicht unbedingt. Ja, das kann zum Konflikt führen. Ja, und bei einem Abtreibungsversuch, da gibt es vielleicht einen guten Grund für. Und da kommt es viel auch auf den Gefühlscocktail an, den sich Mutter und Kind da teilen. Ja, manchmal will man diesen Abtreibungsversuch von Herzensebene nicht wirklich. Manchmal will man ihn aber ganz, ganz dringend, auch aus eigener Not. Ja, also da kann jede Menge Energie hochgewirbelt werden, die dann mit in das Leben genommen wird. Und gerade in diesen Übergängen, ja, das symbolisiert eben immer genau dieser Übergang. Ja, jetzt können wir uns zur Ruhe legen, ja, oder jetzt gehen wir eben in den Tag. Und je nachdem kann das alles immer symbolisch dort auftauchen. Der Konflikt kann sich aber auch noch in, ich sage jetzt mal, kleineren Übergängen äußern. Nämlich in dem Moment, wo man etwas beginnt. Ja? Irgendeine Alltagstätigkeit. Ja, und in dem Moment, wo man loslegt, geht die Energie flöten. Ja? Oder man kann mit bestimmten Dingen nicht aufhören. Also zum Beispiel diese Hilfsbereitschaft. Ja? Dann will noch der was und die was und der was und jedem was. Und ja, man geht auf in dem Kümmern um andere, aber man kriegt diesen Punkt nicht wirklich gestoppt. Die Frage ist, wenn man es stoppen würde, vielleicht macht man das mal, dann fühlt man sich aber total schlimm. Also als hätte man wirklich alle umgebracht, jetzt so emotional, ja, weil man gesagt hat, ich brauche jetzt Zeit für mich oder so. Ja. Und das hat man wahrscheinlich nicht mal unhöflich gesagt, aber man kann das dann eigentlich auch nicht aushalten. Am Ende, Fazit des Tages, des Energiehaushaltes ist auf jeden Fall immer, dass es nicht gereicht hat, ja? Dass man unzufrieden ist mit dem, was man hatte. Also wirklich wie, man kriegt nicht genug, wie auch bei einem Erbe. Das kann sich dann auch da drin äußern, aber das ist meistens nur auch noch ein Aspekt, ja? Dass alle mehr kriegen, nur man selbst nicht. Also oder halt, wenn es ein Geschwister gibt, eben die anderen auf jeden Fall bevorzugt werden. Ja, und selbst wenn man eigentlich ausreichend Dinge hat, also man ist überhaupt nicht drauf angewiesen, dann ist es aber dieses Gefühl dieser Unzufriedenheit, des nicht genug Bekommens und für mich reicht es nicht und für alle anderen ist es bequemer und gemütlicher, die können sich zur Ruhe setzen, nur ich kann das eigentlich nicht, weil immer dieser Vergleich da ist, ja? Weil man entweder in sich, in dieser Dynamik immer mit diesem Mangel hin und her geht, ja, ob jetzt in diesem Verkörperten oder in einer Zeitdynamik in einem selbst von den Anteilen, ja, oder immer wieder sofort in diesem Glaskasten landet und sich selber nicht helfen und berühren kann, das ist egal. Ja. Es kann sogar sein, dass die Mutter vorher sehr viele Kinder verloren oder abgetrieben hat und man in Resonanz ist mit diesen ganzen Verlusten, ja, weil man ist ja durch dieses gleiche Haus durch und man kriegt ja auch mit, dass da vielleicht auch Liebe
hingegangen ist, ja, und man sammelt die so alle ein. So auf dem Weg ins eigene Leben ist man halt mit denen beschäftigt und im Leben repräsentiert man das, dass man sich halt vor allen Dingen auch um alle anderen kümmert, weil man das noch gar nicht verarbeitet hat, ja, und als Kind ist man so, boah, ich löse das mal alles, ja, ich bin hier die neue freie Generation, ja, und dann landet man aber an diesem Punkt, wie komme ich denn zur Ruhe? Ja? Wie bin ich dann zufrieden? Ja? Und man fühlt sich wirklich an einer Stelle, an die man selber nicht drankommt, ohne Segen. Und diesen Segen kann man sich nicht selber geben. Den erwartet man irgendwie so von außen. Und an dieses Außen kann man sich einfach nicht anlehnen. Ja, Baldrian. In der Regel finden wir bei Baldrian als Ausgleich für diese erlebte Not, die man ja gemeistert hat, einen unglaublichen Perfektionismus und Idealismus im Leben. Ja, irgendwo drückt sich das aus. Ja? Also man hat ein Programm geschaffen, mit dem man durch das Leben kommt. Ja, und dieses Programm rettet einem so ein bisschen das Leben, ja, und steht in Resonanz mit dieser Kraft, die einen hat mit dem Problem weitergehen lassen. Und mit diesem Programm kommt man irgendwie durch den Tag. Das heißt, du machst dir ein Programm. So und so kann ich die Dinge erledigen. Ja. Und wenn dieses Programm aus irgendeinem Grund nicht funktioniert, weil das Leben eben manchmal so ist, dann wird es total schwierig und dann kippt man quasi in diesen anderen Anteil von sich selbst und dann geht gar nichts mehr. Und es gibt aber gleichzeitig eben dieses getriebene Sein. Ja? Man will nicht irgendwie zu faul sein oder irgendwas nicht schaffen, weil das ist ja immer gleich eine Bedrohung, die dahinter einem steht. Ja? Und deswegen sind Programme ganz gut. Ja? Ich mache meine Arbeit so, 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 so und so. Ja? Also ganz klarer Ablauf und so muss es sein und dann funktioniert das auch. Ja? Also es ist eine Hilfe, also ein Programm ist ganz global irgendwie auch eine Hilfe, aber hier bei Baldrian ist, wenn du das Programm wegnimmst, dann gibt es keine Möglichkeit mehr zu handeln. Ja? Dann ist um, da kann man sich irgendwie ins Bett legen. Also schlafen kann man dann nicht, aber auf jeden Fall kann man nichts machen. Also dann geht der Tag halt dahin. Ja? Dann kommen wir so zu diesen Zeilen, lebt wie im Delirium. Dadurch kann man den Baldrian-Konflikt eigentlich wie folgt zusammenfassen, indem man sagt, eigentlich kommt man niemals wirklich zur Ruhe. Ja? Man kann niemals sich richtig zufrieden und satt fühlen. Ja? Weder wenn du dich zur Ruhe legst, noch wenn du arbeitest. Ja? Weil du, wenn du arbeitest und etwas machst, dann ist da eine von der Not getriebener Perfektionismus drin, dass es ja nicht reichen könnte. Ja? Und dass es auch eine Erfahrung gibt, dass es für einen Teil nicht gereicht hat, also für einen inneren Anteil von dir oder eben für diesen verlorenen Zwilling. Ja? Und deswegen ist auch alles Arbeiten am Ende des Tages eigentlich erschöpfend. Ja? Während andere weniger erreicht haben ja? Und dann sagen, naja, war doch schön, das war die Tagesernte, ist es für dich nicht schön. Ja? Oder auch wenn du richtig viel erreicht hast, du kannst dich nicht dran freuen, weil du es eventuell mit was anderem vergleichst. Also dieses Ding mit dem Erbe von, ja, die anderen müssen da gar nicht für arbeiten, die haben es geschenkt gekriegt. Ja? Und eventuell hast du dann auch gar keine Geschwister, wo sich das äußert, dann beziehst du es eben auf andere Menschen in deiner Umgebung, die alles geschenkt bekommen. Ja, nur du nicht. Ja. Und das ist nicht gemein, sondern das ist ein ganz wichtiger Gefühlsausdruck, den man versucht, durch alles, was sich eben anbietet, zu berühren und zu fühlen, weil man versucht, mit diesem Konflikt in den Kontakt zu kommen, um ihn eventuell durch diesen Kontakt zu lösen. Ja, wir müssen es ja abholen, um es zu lösen.
halten wir an dieser Stelle fest, dass es sich bei dem Baldrian-Konflikt um einen Konflikt handelt, der dich weder schlafen noch aktiv erfüllt tagsüber leben lässt. Ja? Beides. Das heißt, wenn du in diesem Konflikt nach dir auf die Suche gehst, musst du auch gleichzeitig in zwei Wegen suchen. Ja? Das können wir. Ja, wir können zwei Aspekte gleichzeitig verfolgen und sie auch miteinander in Verbindung sehen und lernen, sie eben in Verbindung zu betrachten. Ja, also ich glaube, die Verbindung ist schon mal ein guter Schlüssel, um die Dinge hier zu verstehen, weil die Nervosität einerseits und der Reaktionsmangel andererseits entsteht immer in dieser Verbindung und nicht einfach alleine. In dem aktiven Konflikt erlebst du es vielleicht aber getrennt. Ja, entweder bist du in der Ruhe und kommst nicht zur Ruhe, weil du getrieben bist, oder du bist in der Aktivität, aber kriegst keine Energie, außer mit dem Hilfsmittel dieses fast zwanghaften Programms. Ja, aber so von alleine klappt es irgendwie nicht. Und du bist in dem einen und in dem anderen alleine. Ja, also dieses Gefühl, sich in diesen Zustand alleine zu fühlen, das gehört dazu, ja, die Einsamkeit. Und auch diese Gewissheit, dass es eigentlich nicht klappt, also zumindest für einen Teil. Eine gute Übung, um diesen Konflikt irgendwie ein bisschen in die Hand zu bekommen, ist, wenn du nachts nicht schlafen kannst, wie gewohnt, und dir so den Tag betrachtest, eben diesen Tag nicht einfach so in dir hin und her zischen zu lassen mit all diesen Aspekten, die wir jetzt schon besprochen haben, sondern dir ein Programm zu machen. Das ist etwas, was du gut kannst. Und diesen Tag wirklich so einzuteilen in diese Aspekte, wo du aktiv warst und was geleistet hast. Ja, also vielleicht hat es sich nicht gut angefühlt, weil du da eben drin getrieben warst, aber eben diese aktiven Teile und diese Teile, wo dieser Energiemangel Überhand genommen hat. Ja, so, dass du die so eine Gegenüberstellung hast. Ja. Und wenn die hast, dann holst du dir abends, nachts kann man ja ein bisschen zaubern, holst du dir einen Mixer. Ja, so einen Smoothie-Mixer. Aber jetzt einfach nur im Geist. Ja? Und in diesen Mixer, Deckel ab, ja, tust du diese Teile von diesem Tag rein. Ja? Also die getriebenen, energiegeladenen, fupp. Ja? Und den Energiemangel, fupp. Ja? In so einem guten Mixer muss immer noch ein bisschen Wasser bei, also so allgemeine Weltgefühle, ja, so unten als Basis, so, zack, Deckel drauf. So, und jetzt stellst du ein Programm ein und machst dir da einen Schlaftrunk draus. Ja, zack. Ja, also Teile, die für dich nicht zusammengehören, aber in dir die ganze Zeit zusammengehören, weil sie eben an dir dranhängen und dich auch repräsentieren, wie du bist. Ja? Und Mixer ist dafür wirklich ein magisches Instrument. Ja? Teile, die ganz anderer Konzentration sind und scheinbar nicht zusammengehören, können in einem Mixer vereint werden und am Ende wirklich ein leckeres Gericht ergeben. Ja? Also einen Drink, ja? Einen Schlafdrink oder eben auch ein Leben. Ja? Und das ist das, was im Prinzip in die Zellen sickern muss, dass du beide Teile bist und wenn sie einander berühren, in eben diesen vielen Umdrehungen und so, ja, dass sie zusammen weitergehen können. Ja, kann man ruhig ein paar Nächte machen, ist aber durchaus interessant, aber nimm es ernst, also sonst macht es ja nichts, sonst ist es keine Übung. Ja, also wenn du da dran gefallen findest, dann nur zu. Wenn du mit der Übung ein bisschen vertraut bist, dann kannst du in dem Moment, wo du die beiden Teile in den Mixer getan hast, noch ein paar Gewürze dazu tun. Ja, weil du vielleicht in diesem Programm, den Tag anzugucken, noch ein
paar Gefühle identifizieren kannst, egal aus welcher Richtung die jetzt kommen. Aber was war da als Gefühl überwiegend? Ja, zum Beispiel Hader, Unzufriedenheit, Kummer. Ja, das kannst du, alles, was da so kommt, ganz individuell, wie es sich bei dir ergibt, kannst du das als Gewürze für diesen Tag noch mit hineingeben. Ja, wenn du jetzt sagst, ich will aber keinen Kummer trinken. Ja, tja, so ist der Begriff Kümmerling wahrscheinlich entstanden. Dann geht es hier nicht darum, dass du das trinkst und das dann wirst. Das Problem ist ja, dass du das bist und dass du es verdauen musst. Ja? Und es kein Bewusstsein gibt, dass diese Teile in dir zusammengehören, weil sie einfach so einzeln aus dir rauskommen. Ja? Aber zusammen als Drink, ja? Einfach energetisch gedacht, ist es eben möglich, dass es auch da ankommt, wo eben auch manchmal Schwierigkeiten entstehen in diesem Verdauungsbereich, ja, und dass du die Dinge einfach verdaust, ja, und dann der Parasympathikus so richtig in Gang kommt und eben auch zur Ruhe kommt, ja. So ein ordentliches Essen macht normal danach müde und bringt uns in einen guten Schlaf. All das, was du erlebt hast, kannst du nicht ändern. Du kannst aber anfangen, es zu verdauen. Und wenn man jetzt so auf die Idee kommen könnte, von diesem Video oder auch allgemein hin, dass diese Probleme entstehen, weil man ständig in Verbindung mit irgendwelchen Ahnen oder verstorbenen Zwillingen ist, dann möchte ich an dieser Stelle jetzt relativ kurz nur dazu sagen, dass das Problem nicht daran liegt, dass man mit ihnen in Verbindung ist, sondern dass man in dem Moment, wo man versucht, mit ihnen in Verbindung zu kommen, was uns eigentlich in die Ruhe der Verbundenheit und auch der Seelenfamilie bringen könnte, dass dieser Kontakt scheitert, weil man nicht in den Kontakt kommt, sondern in den Schreckmoment der Not gerät, ja, und sich nicht anfassen kann wie diese Königskinder. Man kommt nicht zueinander. Ja. Das Problem ist nicht der Kontakt, sondern dass man nicht in den Kontakt kommt. Vor der wirklichen Tiefe des Kontaktes muss man keine Angst haben, ja, weil da wäre die Ruhe zu finden. Dann ist der Konflikt eigentlich um. Ja, aber das Drumherum, der Torwächter, die Nervosität, das Getriebensein, ja, das ist dein Alltag. Ja? Du befindest dich in einer Zwischenwelt sozusagen. Das ist das Problem. Ja? Das muss man erstmal so verstehen und dann die Teile sortieren, um dann in den Kontakt zu kommen, um den es geht. Versuche allen Gefühlen von Hader, Neid und Kummer ein Seelengeleit zu geben. So, als wären es tiefe, geliebte Personen. Ein Herz wie ein Leuchtturm lässt alle Seelenseefahrer ihren Heimathafen finden. Leuchte und sei.